Lange ist es her, seitdem Ben Flock jetzt verschwunden ist. Die Meute war entsetzt und wusste nichts mehr mit sich anzufangen. Wo ist Ben Flock? Warum riecht es hier so nach Erdnüssen? Doch nun sollte es wohl endlich ein Lebenszeichen geben. Okay, scheiß auf epischen Anfang. 3, 2, 1. Zu einem Video. Ach du liebe Zeit, das war ja mal wirklich jetzt, ich glaube mit Abstand, die längste YouTube-Pause, die ich jemals genommen habe. Bestimmt wird sich jetzt der ein oder andere Mensch da draußen hinter der Kamera fragen. Das war nicht wortwörtlich gemeint. Florent, warum bist du verschwunden? Bist du in einen Drogensumpf geraten? Hast du einen falschen Freundeskreis? Hat er eine Freundin, die ihn davon abhält? Hat er die Motivation verloren? Ja, um das Thema ganz kurz zu halten, nee, habe ich nicht. Ich habe Fachabitur geschrieben. Ich hatte eine Lernphase. Ich habe gesagt, von Januar bis Juni wird es erstmal keine YouTube-Videos geben. Ich habe mich nur aufs Lernen fokussiert, weil ich davor mal ein sehr fauler Mensch war. Also die Klausuren habe ich mich irgendwie so durchgemogelt. Und ich habe schon viel mit meinen Mitschülern auf jeden Fall gelernt. Und, long story short, ich habe mein Fachabitur jetzt. Ein bisschen wenig Sinn ergibt, dass ich das eigentlich schon seit Ende Juni habe und jetzt erst ein Video aufnehme und hochlade. Ja, ich bin dann immer noch faul, ne? Doch das soll sich ändern. Achso, für viele, die fragen, habe 2,6 bestanden. Bin halt faul. Ja, ich und Mathe werden halt nie Freunde. So, das ist aber jetzt nicht der Grund, warum ich euch ganze Zeit auf dieses Video aufmerksam gemacht habe und warum ich euch hierher geholt habe. Ich habe mir auf jeden Fall die letzten Tage, Woche, Monate immer mal wieder Notizen gemacht. Mit was will ich auf YouTube machen? Was könnt euch in der nächsten Zeit auf allen Social Media Plattformen erwarten? Denn vorab, ihr müsst wissen, das letzte Jahr war uploadtechnisch eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe jeden Monat ein Video rausgebracht. Jedoch auch während der Abiturphase und nach langem Überlegen muss ich eine Sache ehrlich sagen. Das Format von ich lade einfach frei Schnauze hoch, was immer mir gerade in den Sinn kommt, gefällt mir nicht mehr. Also dieses typische, ach man, habe ich Bock auf eine Reaction, lade ich eine Reaction hoch, ach man, lade ich jetzt einfach mal einen Vlog hoch oder so, das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich jetzt meinen YouTube-Channel in 3 Kategorien einsortiert. Und zwar habe ich mir alte Videos von mir angeguckt und ich habe mir genau diese 3 Kategorien ausgesucht. Kategorie Nummer 1 ist nichts Neues auf diesem Kanal, aber es werden Vlogs sein. Ihr wisst schon, Vlogs, wie ich sie immer gemacht habe. Ich zeige euch meinen Alltag, ich zeige euch meine Woche. Ich werde meine Woche versuchen, so gut wie möglich zu gestalten, dass ich auch schönen Content für euch habe. Und den werde ich dann wöchentlich, jeden Sonntag hier auf YouTube posten. Und nicht nur, dass ich Vlogs so wie damals machen möchte, einfach meinen Alltag filme, sondern ich habe auch Bock auf Fitness-Vlogs. Wie ihr seht, ich bin einfach ein bisschen dicker. Und das nervt mich mittlerweile, weshalb ich abnehmen möchte. Und da möchte ich euch einfach in wöchentlichen Vlogs einfach mal mitnehmen. Die zweite Kategorie ist Comedy. Und zwar, Leute, ich vermisse einfach Comedy. Ich vermisse das Schauspiel. Ich vermisse einfach diese Sketche in meinen Videos. Ich muss mich auch noch ein bisschen rantasten. Deswegen gab es bis jetzt nur eine. Bro, ich hab vorhin gesagt, es war ein Joke mit dem hinter der Kamera stehen. Geh. Aber genau solche Sketche möchte ich des Öfteren machen. Und vielleicht gibt's auch ein Comeback von einer ganz bestimmten Person. Und die dritte Kategorie, die sich ein bisschen widerspricht, wenn ich Fitnessvlogs machen möchte, ist Essenscontent. Und zwar mag ich es einfach zu essen bzw. Produkte zu testen. Und die kommen auch aktuell relativ gut an, deswegen dachte ich mir, warum mache ich das nicht einfach auch? Und versteht mich nicht falsch, ich werde jetzt nicht so einen Content wie zum Beispiel ein Evanyo machen, der zum Beispiel eine Woche lang nur diese fettigen Sachen frisst oder das, sondern ich werde jetzt zum Beispiel versuchen, irgendwie, ihr kennt alle, Eli Geller, Sydney, Willi, ihr kennt sie alle, das Vitaminwasser Vitavate. Das ist ja jetzt nicht wirklich ungesund. Ich werde versuchen, dieses Getränk zu organisieren und so ein Probiervideo mal wieder zu machen, wie ich es mit dem Brattee gemacht habe. Übrigens, auch da wird es ein Video zu geben, weil ich werde die Reihe nicht unterbrechen. Also fassen wir zusammen, auf meinem Kanal wird es ab jetzt 3 Kategorien geben, Vlogs, Comedy und Essensvideos. Aber das Ganze bezieht sich ja jetzt hier gerade nur auf YouTube. Was ist mit meinen anderen Social-Media-Kanälen, die ich habe? Freunde, für alle, die es immer noch nicht getan haben, ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich, seitdem ich weg bin, trotzdem noch aktiv war. Deswegen checkt den Link in der Beschreibung ab. Und wenn ihr schon unten seid, dann checkt doch einfach mal meinen Twitch-Account ab. Denn, Freunde, ich habe jetzt einen Streaming-Plan. Und zwar, die Tage, an denen ich streamen werde, sind Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. 4-mal die Woche. Die Zeiten sind noch etwas unklar, aber ich werde euch trotzdem einfach mal die Zeiten vorlesen. Montag von 19 bis 20 Uhr, Mittwoch von 18 bis 20 Uhr, Freitag von 16 bis 18 Uhr und Sonntag von 20 bis 22 Uhr.
Das sind jetzt die ungefähren Zeiten. Je nachdem, wenn ich gerade im Stream sitze und zum Beispiel ein Game zocke, kann es natürlich mal wieder anders laufen. Achso, und wenn dieses Video hier gerade online kommt, dann streame ich morgen ab 19 Uhr. Das heißt, am Morgen geht's los. Was kann euch auf Twitch eigentlich erwarten? Ein bisschen Just Chatting, so ein bisschen. Ich bin auf Twitch immer ein bisschen offener als auf YouTube, weil da kann ich einfach freischnauze reden und musste mich nicht irgendwie so, oh, sitze ich gerade richtig, weil ich bin in dem Moment einfach live, die Leute sehen mich, deswegen einfach ein paar Real Talks, bisschen chilligen Talk, wir reden über Gott und die Welt. Im Stream wird es auch Reviews geben, falls ich keinen Bock habe, daraus ein YouTube-Video zu machen oder auch Reactions auf ein paar YouTube-Videos, die ich nicht hochladen werde. Und natürlich unter anderem auch Gaming, zum Beispiel sowas wie Minecraft, Valorant, Genshin Impact und solche Games. Und Freunde, folgt mir auch auf TikTok. Es ist lustig zu sehen, wie schnell man mit TikTok uploaden kann, weil aktuell ist TikTok der Account, wo ich die meisten Follower drauf habe. Stand jetzt sind wir 9700 Follower. Ich habe vorher immer TikTok nur benutzt, um quasi lustige Stitches zu machen. Und ein paar Duette und Stitches haben auch echt gut funktioniert. Wow, danke nochmal dafür. Jedoch möchte ich jetzt meine TikTok-Plattform quasi dafür ausnutzen, dass ich Leute von TikTok auf meine anderen Channels rüberhole. Deswegen, wenn es hier funktioniert und du gerade von TikTok kommst, küss dein Herz. Danke, dass du gekommen bist, ja. Und das letzte Thema, Thema Podcast. Ja, Leute, ihr wisst alle, ich habe hier des Öfteren, das ist auch das letzte Upload hier auf diesem Kanal. Das ist ein Podcast-Video. Jedoch muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass mir der Upload hier, was Podcast auf YouTube angeht, überhaupt nicht mehr gefällt. Ich werde jetzt vielleicht noch eine Folge hochladen und die wird dann einfach so kommen. Wenig Promotion, die wird einfach gedroppt. Aber ansonsten werde ich den Podcast erstmal nur auf Soundcloud weitermachen. Das heißt, wer Bock hat, meinen Podcast sich anzuhören, der steht auch in die Beschreibung oder sucht bei Soundcloud einfach Ben Vloggt und dann findet ihr meinen Podcast. Für viele, die meinen Podcast immer noch nicht kennen, der heißt Thoughtcast und dort rede ich einfach für ein paar Minütchen in mein Handy rein. Einfach Gedanken, die ich gerade im Kopf habe. Und das war's eigentlich auch schon. Sorry, falls das Interview ein bisschen durcheinander wirkt. Ich bin noch sehr neu, was das wieder angeht. Wenn man etwas lange nicht gemacht hat, da kommt man aber einfach wieder rein. Wenn euch dieses Video hier trotzdem gefallen hat, teilt es gerne einen Freund weiter. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Abonniert die Glocke, Road to 500 Abonnenten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Soll ich's wie damals machen? Oh ja. Yeah. Ciao.